Das habe ich heute Morgen am Kiosk gesehen und das ist neu. Und das ist eine Zeitschrift, die sich an mich wendet. So denke ich, so lebe ich, so bin ich. 2,50 Euro, erste Ausgabe, die Zeitschrift Fliege. Das, meine Damen und Herren, die gibt es wirklich am Kiosk. Ist ja verständlich. Ja? Ja, natürlich. Hätte ja sein können, wir denken uns eine Zeitschrift aus dem Flieger. Nein, wozu sich eine Zeitschrift ausdenken, wenn es sie gibt? Ja, eben. Ja. Die Zeitschrift Fliege, 2,50 Euro, ich kann sie nur empfehlen. Es ist eine Zeitschrift, die sich vor allem auch an meine Generation wendet. Wendet, wo du sozusagen schon den Herbst ein bisschen spürst. Ja? So denke ich, so lebe ich, so bin ich. Hier, das Vorwort. Gut, dass Sie da sind. Ist das Vorwort von Jürgen Fliege. Gut, dass Sie da sind. Und Jürgen Fliege schreibt, liebe Leserin, liebe Leser, es muss ein Ruck durch unser Land gehen, rüttelt Roman Herzog weiterhin. Tut er das? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört. Aber. Nee. Stimmt, er hat recht, haben wir gesagt. Und so weiter, eine schöne Ansprache. Und am Schluss schreibt er, aber was soll's. Das Risiko, dass diese Zeitschrift also nicht funktioniert, ist ganz schön hoch. Die Fallhöhe auch, wenn es nicht gefällt. Aber was soll's. Ich bin ein Witter, der es wagt, Sie zu gewinnen. Kommen Sie gut durchs Heft. Ihr Jürgen Fliege. Kommen Sie gut durchs Heft. Weil du natürlich als ARD-Zuschauer doch beim Umblättern schon... Fliege. Das Heft hat wie viele Seiten? 66 Seiten. Ja, kann man nicht sagen. Auch Werbung. 50 Seiten beschäftigen Sie, glaube ich, ausschließlich mit dem Thema Jürgen Fliege. Und ansonsten aber Berichte, jeder Herbst ist auch ein Anfang. Mein Weg zum Glück, drei Menschen erzählen den Sprung in eine ungewisse Zukunft. Ein Jahr Hölle und zurück, Schauspieler Michael Lesch über seinen Kampf gegen den Krebs und wie er ihn gewann. Alessandro Zanardi verlor beide Beine, aber nicht den Lebensmut. Also eine sehr breite Palette, die aber doch thematisch sich an der Show von Fliege orientiert. Und zuerst ein großes, mehrseitiges Interview mit Jürgen Fliege. Das finde ich schön. Man weiß wenig über ihn. Ja, klar. Ja? Titel des Interviews ist, man erkennt mich an der Stirn. Und das ist Folgendes. Ja? Das ist etwas, was viele Prominente beschäftigt, dass sie eben natürlich in der Öffentlichkeit von ihren Fans erkannt werden, klar, angesprochen. Und man will ja auch mal seine Privatsphäre haben. Was tut man da? Und Jürgen Fliege sagt, er verkleidet sich. Das ist wirklich langsam mein Problem. Ich werde überall erkannt. Meinen Kindern ist das oft peinlich. Etwa, wenn ich selbst auf dem Empire State Building in New York angesprochen werde. Da muss man nun allerdings sagen, wenn man als Deutsche irgendwo angesprochen wird, dann auf dem Empire State Building in New York. Ich habe selber erlebt. Ja? Ja. Es sind ja nur Deutsche da. Ja, klar. Ja. Man kann, wenn Sie sozusagen als deutscher Showschaffender Minderwertigkeitskomplexe haben, fliegen Sie einmal nach New York, gehen einmal die Fifth Avenue runter und sagen, wow, in New York... Keine Sekunde Ruhe. Ey, Schmidtchen, was machst du denn hier? Da sind Sie's. Was machen Sie dort? Denn Sie einkaufen oder machen Sie einen Film? In New York hast du ja nur deutsche Touristen. Ja? Ich finde, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, in Kroatien erkannt wirst oder so, dann bist du ein echter Promi. Ja, da wird das ja nur auch übertragen per Satellit, ne? Ja gut, aber in New York wimmelt von deutschen Touristen. Ja, ja, klar. Und das Empire State Building, ich weiß, dass Carell in seinen tiefsten Krisen aufs Empire State Building hochgefahren ist, um mal wieder richtig angesprochen zu werden. Es geht schon im Lift los. Es geht schon im Lift los. Das sind diese Expresslifte, die so ganz schnell fahren. Und da stehst du natürlich Mann an Mann und so. Und da weißt du gleich. Ja klar, die kennt man doch aus dem Film Schlaflos in Seattle. Ganz ja genau. Oh. Und da ist einfach Klick und sie haben auch nirgends Iru. Ist es nicht lästig, wenn man da unten angesprochen wird? Ach nein, das ist ja mein Beruf. Darf man ein Foto machen? Meine Tochter traut sich nicht. Kann ich verstehen. So. Oh. Gespräch mit Jürgen Fliege. Es steht gar nicht... Ach doch, hier steht, wer das Interview geführt hat. Ich dachte, Fliege hätte selber mit sich gesprochen. Und dann wird vorgeschlagen, verkleiden Sie sich doch einfach.
Ich hab's mal mit einer Sonnenbrille oder einem Bart versucht. Hat alles nichts genützt. Jetzt laufe ich oft mit einer Schirmmütze rum, sagt Fliege, die ich manchmal selbst in Restaurants nicht absetze. Das hilft, denn offenbar erkennt man mich vor allem an der Stirn. Aha. Wenn Sie also den Menschen Fliege entdecken wollen, achten Sie auf jemanden, der eine Schumi-Mütze trägt. Das verstehe ich nicht ganz. Er will ja nicht erkannt werden. Setzt sich eine Mütze auf und sagt, wenn Sie mich erkennen wollen, achten Sie auf jemanden, der eine Mütze auf hat. Ja, aber irgendwann tut es ja dann auch weh, gar nicht mehr erkannt zu werden. Ne? Das ist schlimm. Ja. Aber dafür haben wir die Talkshows in den dritten. Es gibt ja auch nicht viele Menschen mit Schumi-Mützen. Nee, es gibt nicht viele Menschen mit Schumi-Mützen. Aber er sagt hier etwas, was macht ihn am meisten zu schaffen? Das Einzige, woran ich oft denke, ist die Flucht aus dem Geldland, in dem ich inzwischen lebe. Dass ich so oft übers Geld nachdenken muss, das habe ich nicht gewollt. Ja, aber wieso? Das verstehe ich nicht ganz. Wieso denkt er drüber nach? Man legt es einfach auf die Bank und... Wieso denkt er übers Geld nach? Ja, wahrscheinlich, wie er nicht so viel Steuern zahlen muss. Ja, das kommt hier. Mit Verlaub, das klingt doch jetzt sehr kokett. Viele Menschen müssen mit extrem großen Geldsorgen kämpfen. Es geht nicht um die Frage, ob ich zu viel oder zu wenig Geld verdiene. Es ist diese ständige Angst, hier nur keinen Fehler zu machen. Ah. Früher habe ich als Pfarrer A13 oder A14 verdient. Das sind Gehaltsgruppen, glaube ich, ja? Das sind wie beim Beamten, ja. Ja. Und, in die Steuererklärung einfach meine Werbungskostenpauschale eingetragen. Das war's. Jetzt muss ich penibel aufpassen, dass ich auch ja meine privaten von den dienstlichen Bonusmeilen trenne. Auch wenn ich alles delegiert habe, stehe ich letztlich dafür alles gerade. Und ich darf mir besonders in meiner Situation in dieser Hinsicht auf keinen Fall etwas zu Schulden kommen lassen. Das ist richtig. Ja? Steuertricks, Pfarrer Fliege stürzt ab, Anführungszeichen. Wäre eine griffige Bildschlagzeile, fragt der Journalist. In der Tat, oh, Jürgen Fliege ist unzufrieden mit seinem Volk. In der Tat habe ich lernen müssen, dass ich mich in einem Volk bewege, das eine nicht liebt. Ja. Sondern sie fragt, wie können wir einen ausstoßen, der anders ist als wir? Das Volk mag dieses verdammte Volk. Das macht, was es will. Ja? Das Volk mag keine Menschen, die anders sind, die klüger sind oder dümmer. Gemocht werden nur die, die im breiten Strom schwimmen. Er sagt nicht mal in welche Richtung, ob gegen oder mit. Die anderen werden erschossen oder ans Kreuz genagelt. Das stimmt. Die anderen werden erschossen oder ans Kreuz genagelt. Daher diese Tausenden von Toten jeden Tag in Deutschland. Ist das jetzt schon ein Vergleich? Vergleicht er sich selber mit dem Herr Jesus Christus? Könnt ihr mir vorstellen, dass es da ja auch nochmal einen Klassenunterschied gibt, ob du erschossen wirst oder ans Kreuz genagelt? Die anderen werden erschossen oder ans Kreuz genagelt. Wäre es mir jetzt nicht so aufgefallen, aber... Kommt vor. Kann mal passieren. Haben Sie Angst vor dem Krieg, der alles zerstört? Wissen Sie, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, erkennt man, dass es ohnehin für einen irgendwann zu Ende geht. Und langsam komme ich in diese Lebensphase. Deshalb fürchte ich mich nicht mehr so sehr. Das klingt ja aber auf der einen Seite vielleicht ein bisschen depressiv, auf der anderen Seite aber natürlich auch für einen Pfarrer logisch. Ja. Aufs Jenseits gerichtet. Mein Weg zum Glück, 97-jähriger Pianist Hans Rahner. Das Lebensglück auf 7 Oktaven, 4 Ehen und eine unsterbliche Geliebte, die Musik. Nichts über Fliege auf den nächsten Seiten. Lesch, Zanardi, hurra, ich lebe noch. Und dann ist hier hinten, jetzt sind mehrere Seiten über Fliege. Mit Fliege durch die Filmstadt, Fliege mit Caroline Reiber. Und wussten Sie das? Fakten über Jürgen Fliege. Mal gucken, was über Jürgen Fliege weiß. Okay. Wussten Sie, dass Jürgen Fliege gerne Trödelmärkte besucht? Nö. Ja, siehst du? Wussten Sie, dass Jürgen Fliege über 50 Bibeln in diversen Sprachen besitzt? Echt? Ja. Es geht noch weiter. In Hotels trainiert er mit der Bibel auf dem Zimmer seine Sprachkenntnisse. Fliege trainiert wieder.
Wussten Sie, dass Jürgen Fliege mit Mackie bestens vertraut ist? Der war dem Igel? Oder Mackie, der Igel, ja. Also. Er kennt alle Bücher über den Igel, dessen Freunde Charlie Pinguin und Schrat, die Bewohner des Igeldorfs. Wussten Sie, dass Jürgen Fliege Gitarre spielt? Nein. Nee, das wusste man wirklich nicht. Also ich muss sagen, ein hochinteressantes Heft. 2,50 Euro, das sage ich jetzt mal richtig, auch wenn ich das gar nicht darf, rechtlich. Kaufen Sie morgen dieses Heft. Fliege, 2,50 Euro. Meine Lieblingsrubrik ist 30 Gründe, den Herbst zu lieben. Kuschelmedizin. Das war's für mich. Akupressur gibt neue Energie, aber auch Liebe und Küsse helfen. 30 Gründe hier. 30 Gründe, den Herbst zu lieben. Grund 1, Kastanien sammeln. Klar. Grund 2, Lichttherapie. 3, Briefe schreiben. 4, Bratäpfel backen. Aber mein Lieblingsgrund ist Nummer 13. Eine letzte Wurst im Stehen. Eine letzte Wurst im Stehen. Tod beim Proktologen. Ach so. Wenn für dieses Jahr zum letzten Mal der Grill angeworfen wird, das Holzkohlenfeuer jedoch Eisbeine über dem kalt gewordenen Boden nicht verhindern kann. Das ist toll. Ich kaufe morgen 10 Hefte. Eine letzte Wurst im Stich. So denke ich, so lebe ich, so bin ich. So bin ich. Am Kiosk, meine Damen und Herren. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute, um den guten Willen zu unterstützen, mit dem wir wieder das deutsch-amerikanische Verhältnis aufbessern Absolut, wollen. Ja. Ein Willpilz.